meisten Gruppen passiert. Machen wir nochmal. Er gibt hier den Ton an. Eli Zibbel ist ein musikalisches Naturtalent. Er spielt Kirchenorgel, ist im Posaunenchor aktiv und leitet den Männergesangsverein Concordia Dahlenburg mit gerade mal 17 Jahren. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Also ich glaube, so der insgeheime Deal war, wenn ich Fehler mache, sind es meine Fehler, wenn ihr Fehler macht, sind es deren Fehler und mein Fehler. Aber alle sind herzensgütig und sie akzeptieren alles, wirklich alles. Und das schätze ich sehr an diesem Chor. Deswegen macht es mir auch sehr viel Spaß. Im November vergangenen Jahres zieht der ehemalige Chorleiter aus beruflichen Gründen nach Hannover. Noch eine große Herausforderung für die Gruppe, der auch so schon langsam die Puste ausgeht. Dann waren wir erstmal ohne Chorleiter und Chorleiter, die wachsen nicht so wie Äpfel auf den Bäumen. Gibt es also sehr, sehr wenige nur, sind auch sehr begehrt. Und dann fügt es sich, dass eben der Sohn von unserem Kassenwart, der hat auch schon ausgeholfen im ersten Tenor. Und da hat er auch den Spaß gehabt, mit uns mal als Chorleiter mal sich zu probieren. Denn er hatte gerade eine Chorleiterausbildung beendet. Ticken höher. Okay, warte mal. Okay, mach mal, den kriegst du. Und Eli Zibbel kommt nicht allein, sondern bringt auch noch ein paar Freunde mit, die den Altersdurchschnitt des Chors zwar erheblich nach unten reißen, die Qualität und die Atmosphäre dafür aber steigern. Doch, weil sonst von einem Männerchor mit älteren Leuten denkt man ja erst, dass da viele total grimmig sind. Das ist ja aber nicht der Fall. Also man merkt, dass die Stimmung tatsächlich vorher in den Pausen nachher ganz locker ist, dass wir wieder ein bisschen länger zusammenstehen und man merkt auch tatsächlich die jungen Stimmen. Power reißt uns mit, holt uns aus der Reserve. Wir singen wesentlich lockerer. Ist wie, als würde ich mit Freunden singen. Der MGV Concordia Dahlenburg wurde 1859 gegründet und hat aktuell 20 aktive Mitglieder. Der jüngste davon ist 16, der älteste Sänger 84 Jahre alt. Hauptsächlich singt der Männerchor traditionelle Volkslieder. Mit dem frischen Wind kommen aber auch englische Songs dazu. Come back only. Only. Es ist ein O. O, 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 O. Won't you hear me? Ihr müsst mitsprechen, ne? Nochmal. Ich glaube, das liegt eher an den Chorleitern, dass es sehr viele deutsche Lieder gab. Mein Chor, so wie ich ihn kenne, ist sehr lernbereit, was mich auch wirklich motiviert, mit dem Chor weiterzumachen. Sie sperren sich nicht vor englischen Liedern, sondern probieren es erstmal aus. Und wie man es heute gehört hat, an Only You, läuft es immer nur besser als das letzte Mal. Und dieser Wandel ist auch dringend notwendig, denn Männerchöre sterben immer mehr aus. Genau hier liegt die Besonderheit an dem Dahlenburger Chor. Wir existieren halt noch, nicht, und wollen auch weiter existieren, solange es halt eben geht. Nicht? Und jetzt haben wir eine große Chance, eben, dass es wieder aufwärts geht mit dem Chor. Und man sieht, dass Jung und Alt doch sehr gut zusammenarbeiten können. Und gerade was die Älteren einem mit auf den Weg geben können, was man so nicht erfährt. Und das schätze ich sehr. Ich glaube, das ist einfach mit den vielen Persönlichkeiten zu arbeiten. Jeder hat ein großes Herz, jeder mag es singen und es ist das, was uns verbindet. Und das auch über Altersgrenzen hinweg. Das Ende vom Lied ist beim MGV Concordia Dahlenburg also auf jeden Fall noch nicht erreicht. Das war nur einer von unzähligen Vereinen aus unserer Region. Noch mehr davon findet ihr hier auf unserem YouTube-Kanal, also am besten direkt abonnieren.